Puh, schon wieder einer dieser vielen Maskottchen-Plattformer der 90er Jahre. Auch der Publisher Ocean hat einen eher schlechten bis mittelmäßigen Ruf. Was erwartet uns hier hinter diesen grinsenden Eichhörnchen? Vielleicht eine unterschätzte Perle? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt Mr. Nuts für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Ocean entwickelt und auch 1994 bei uns veröffentlicht. Andere Regionen wurden nicht mit einem Release bedacht. Wie bei solchen Spielen üblich, wurde es natürlich auch auf allen gängigen Systemen der Zeit veröffentlicht, darunter dem Super Nintendo und dem Mega Drive. Später gab es sogar eine Version für den Game Boy Advance und für den Game Boy Color, die eigentlich mit dieser Version allerdings nicht viel zu tun haben. Ihr spielt Mr. Nuts. Dieser ist ein Eichhörnchen und ob der Name jetzt lieblos oder einfach nur so dumm ist, dass das schon wieder witzig ist, das muss wohl jeder selbst für sich entscheiden. Das Spiel ist ein klassischer Plattformer. Das heißt, ihr steuert den Nager ganz klassisch von links nach rechts und müsst euch diversen Gegnern erwehren und diverse Hindernisse überstehen. Als Angriffsmöglichkeiten steht euch hier der klassische Sprung auf den Kopf zur Verfügung. Darüber hinaus könnt ihr noch Nüsse einsammeln und diese dann werfen oder euch hinhocken und dann mit eurem Schwanz um euch schlagen. Je nach Gegnertyp wird auch eine eigene Attacke benötigt. Ein Igel könnt ihr logischerweise nicht auf den Rücken springen, ohne euch zu verletzen. Da müsst ihr erst mit eurem Schwanz die Stacheln quasi weghauen. Da ihr für diese Attacke aber immer zuerst zum Stillstand kommen müsst und euch dann ducken müsst, finde ich diese Angriffsversion leider etwas sehr fummelig. An einsammelbaren Sachen gibt es natürlich auch so das Übliche, wobei es hier auch so eine Art Achievement-System gibt. Nach Beendigung eines Levels wird euch nämlich angezeigt, wie viel Prozent ihr eingesammelt habt. Für eine volle Punktzahl müsst ihr euch da schon ziemlich auf die Suche begeben, da die Level mit Geheimnissen meistens nur so gespickt sind. Das Spielgefühl an sich geht super flott von der Hand. Die Steuerung ist hervorragend gelungen. Ihr streift prima durch die verschiedenen Level. Apropos Level, hier gibt es die üblichen Umgebungen. Ein Wald, eine Vulkanumgebung, eine Eiswelt und so weiter. Allgemein hat man hier schnell das Gefühl, dass hier wenig komplett neu erfunden wurde, aber dafür viel aus Bewährtes aus anderen Spielen zurückgegriffen wurde. Aber ehrlich gesagt, wieso nicht? Besser gut geklaut als schlecht neu erfunden. Und das Spielgefühl stimmt hier wirklich. Selten habe ich einen vermeintlich seelenlosen Maskottchen-Plattformern so viel Spaß gehabt. Auch der Schwierigkeitsgrad ist genau richtig. Er ist nicht schwer, aber auch nicht viel zu einfach. Um euren Fortschritt festzuhalten, gibt es auch ein Passwortsystem. Auch ein kleines Extra, in den Optionen könnt ihr die Anzahl eurer Leben, die Credits und so weiter einstellen und euch so das Spiel schwerer oder eben leichter machen. Grafisch hat das Spiel durchaus so einiges zu bieten. Hier kommen sehr viele Effekte zum Einsatz und alles läuft flüssig ab. Die Charaktere sind liebevoll animiert. Hier hätte ich ehrlich gesagt nicht so viel Qualität erwartet. Die Musik ist da im Vergleich nicht ganz so gut. Sie ist okay, aber jetzt nicht wirklich herausragend. Ihr habt es in der Anleitung ja schon rausgehört. Ich war skeptisch. Noch so einer dieser Maskottchen-Plattformer? Muss das sein? Aber ganz ehrlich, das Spiel ist gar nicht so verkehrt. Gehört meiner Ansicht nach auf jeden Fall zu den besseren Spielen dieses Genres auf dem System. Klar, Innovation werdet ihr hier nicht finden, aber alles ist sehr gut umgesetzt worden. Für einen guten Preis könnt ihr hier echt nichts verkehrt machen. Das war der Test zu Mr. Nuts für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.